Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind noch immer auf Tuchanka damit beschäftigt, den turianischen Zug zu retten. Sind schon zwei Heuschrecken begegnet. Eine konnten wir erledigen, die zweite ist uns leider entkommen. Was ich nicht so toll fand. Die hatte aber auch nicht mehr gar so viel Leben. Hören Sie mich, Commander? Ich ja. Wiederhole. Hören Sie mich? Ja. Herr Shepard, was ist Ihr Status? Katastrophal. Commander, wann werden Sie eintreffen? Halten Sie durch, wir sind unterwegs. Keine Antwort auf die Frage. Speicherung. Hanekeda Brustplatte. Wir könnten uns vielleicht langsam auch mal wieder unsere Rüstung vornehmen. Und schauen, da unten liegt noch irgendwas. Lieutenant Victus. Hinter uns ist nix. Manek, wie ist unsere Geschwindigkeit? Bremsen online. Wir werden es überleben. Na toll. Victus wird dafür bezahlen. Militärprozess oder gleich aufknöpfen? Wie soll Victus damit klarkommen? Wenn wir ihn finden, fragen wir. Bin ich ja auch mal gespannt. Boah, wie viel ich hier gerade finde. Schrotflinte Smart Drossel. WTF, was ist eine Smart Drossel? Für eine Schrotflinte. Ich hab gar keinen Plan. Drum speichere ich nochmal. Da war die Heuschrecke. Alter, ihr fetzt die Hass ganz schön weg. Muss ich ja mal sagen. Müllbergen und wieder 3000 Kreditos. Boah. So sieht ein Planet aus, der von atomaren Katastrophen übersät wurde. Boah, ich möchte hier nicht leben, ganz ehrlich. Commander, bitte komm. Bin da. Herr Shepard. Ein paar Heuschrecken haben gerade jede Menge Feinde auf ihrem Weg abgesetzt. Verstanden. Hallo Heuschrecke. Hallo Heuschrecke. Und da hebt sie wieder ab. Da ist die Heuschrecke. Sie zieht sich zurück. Mann, oder schmeißt er hier noch so eine scheiß Granate? Lass mir doch um Himmels Willen auch mal was übrig. Ist ja schlimm mit euch. Sehr schön, Marodeur schon mal weggeplatzt. Wie das sein muss. Kommt die anderen näher? Ja, so ein bisschen kommen sie bestimmt gleich um die Ecke. Hier bin ich. Jetzt muss ich mich mal am Bein kratzen. Wo hast du die denn jetzt hingefeuert, Dad? Da tut sie mir aber nicht so weh. Es kommen immer mehr. Ich krieg halt da keine ordentliche Position. Hab ich nachgeladen? Kopf weg. Wow, Marodeur sehe ich da.
aber ich weiß gerade nicht genau wo. Da unten, okay. Alter, die Heuschrecke geht mir aber auf den Piss, wat? Ah, oh, jetzt ist sie schon wieder weg! Okay, beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Die Turianer spielen hier doch mit politischem Dynamit. Vielleicht sollten sie die Kroganer lieber informieren. Die Feindschaft zwischen Kroganern und Turianern ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche ihre Zusammenarbeit. Also sollten wir die Lage nicht komplizierter machen, als sie ist. Hm, auch wieder wahr. Wir schaffen es einfach nicht, die Heuschrecke umzunieten. Aus dem einfachen Grund, weil sie uns zu viele Gegner auf den Hals hetzt. Und die Marodeure leider mit Tarnung. Ich habe, glaube ich, den Marodeur nicht richtig, also war kein Headshot. Dem anderen habe ich ja den Kopf weggeschossen. Und wenn das keine Headshots sind, dann sind das leider keine One-Hits, diese Marodeure. Bei diesen Kannibalen, genauso wie bei den Sturmschützen von Cerberus, ist es scheißegal, wo ich mit dem Sniper hinziele. Die fallen immer um, auch wenn ich ihnen in den kleinen Zeh schieße, sind die tot. Das ist bei den stärkeren Gegnern nicht der Fall. Das ist auch gut so natürlich, klar. Ich will ja nicht, dass hier alles ein One-Hit ist. Ich denke, das wird auch mit der Widow nicht so sein, weil so mächtig ist die, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. Präzisionsgewehrlaufverlängerung 3. Da hinten sind die Turianer. Wir speichern das Ganze nochmal. Oh, da liegt irgendwas. Das ist bestimmt eine ganz tolle Waffe gegen Heuschrecken, weil es bestimmt gleich, könnte ich mir zumindest vorstellen, in einen kleinen Heuschrecken-Nahkampf geht. Okay, es geht los! Heute stirbt hier kein Soldat mehr! Für Pelevan! Für Pelevan, sagt er. Oh, seht ihr das, was ich sehe in Rohling? Das ist nur ein Kannibale. Ich vertraue einfach mal da drauf. Daneben geschossen, ich Trottel. Ist der Rolling down? Der Rolling ist down. Sehr gut. Marodeur down. Wo ist eigentlich die Heuschrecke? Kann ich die von hier sehen? Da ist noch ein Marodeur. Das war aber nicht der Marodeur, den ich da... Sehr schön, Liara. Der sollte auch weg sein. Shit. Bitte nachladen. Bitte taktische Tarnung und bitte Headshot.
wir jetzt die Heuschrecke weg haben. Wow, Grafik glitch. Bam. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, je länger dieser Kampf dauert, umso mehr und umso stärkere Gegner schickt uns die Heuschrecke auf den Hals. Das heißt, ich hätte auch schon früher mich der Heuschrecke widmen können. Aber das haben wir doch ganz gut hinbekommen, muss ich sagen. Ich kann mich an meinen privaten Spieldurchlauf erinnern, da hatte ich hier, glaube ich, mehr Schwierigkeiten, weil ich eben die Heuschrecke nicht, ja, schnell genug ausgeschaltet habe. Und dann kommen hier schon ordentliche Gegnerwellen. Ich kann mich da an ein paar mehr als einen Rohling erinnern, wenn ich mich da nicht komplett falsch erinnere. Und das kann dann schon heftig werden, so ein Rohling. Wir haben das ja schon auf dem Mond von Pelevin gesehen, dass die ganz schön was drauf haben. Vor allem, wenn man in den Nahkampf gerät mit ihnen. Und jetzt gucken wir uns das erstmal an hier. Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. So ist es. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Mhm. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Was ist passiert? Meinen Sie den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Es braucht Mut, Fehler zuzugeben, aber man muss drüber wegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus Natürlich. Diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen, aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen. Genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte... Sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was Sie heute hier durchgemacht haben. Erinnern Sie sich daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer. Und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Okay. Es gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victor, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Mal schauen, geht die Mission jetzt weiter? Nee. Erstmal nicht. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Gute Frage. Die Koordinaten von Victus liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor?
Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf T'Chaka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Ah ja. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Tagebuch aktualisiert. T'Chanka Pomba haben wir dann nämlich aktualisiert. 12.500 Credits. Wir können uns die Widow noch nicht leisten. Sind die schon auf dem Konto? Och Mann, oh, 5.000 noch. Tagebuch gucken wir uns doch schnell an. T'Chanka Bombe. Das trojanische Team, das auf T'Chanka abgestürzt ist, sollte Cerberus daran hindern, eine Bombe zu zünden, die gewaltige Opfer auf dem Planeten fordern würde. Landen Sie auf T'Chanka und helfen Sie dem trojanischen Zug dabei, Cerberus aufzuhalten. Das werden wir als nächstes machen. Dann finden wir da nämlich noch ein bisschen Asche. Stufenaufstieg. Ich glaube, ich möchte warten, bis wir noch einen Stufenaufstieg haben und dann erstmal die Sabotage aus... Entschuldigung, ausskillen. Wobei wir auch mal noch einen Punkt... wir machen mal taktische Tarnung noch schnell. Erhöht Aufladetempo, damit bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Aufladetempo. 7 Sekunden, 6,0 oder 7, würde noch schneller gehen. Erhöht den Nahkampfschaden, im Nahkampf bin ich ja kaum. Dann das Aufladetempo. Okay. Übergeredet. So, damit hätten wir das auch noch abgefrühstückt. Codex. Die Reaper. Den gönne ich euch jetzt auch noch. Für alle, die den nicht hören wollen, ihr könnt schon mal abschalten. Und wir ziehen uns jetzt noch einen Codex rein. Über? Die Reaper die sind ein Mythos. Der Anblick einer fliegenden Reaper-Heuschrecke in der Nähe ist das erste Anzeichen für eine baldige Reaper-Invasion. Durch ihre gewaltige Flügelspannbreite kann sie die Distanz zwischen sich und ihrer Beute rasch überwinden. Im Maul der Heuschrecke befinden sich zwei schwere Geschütze, die abwechselnd feuern. Aber das Schrecklichste an einer Heuschrecke bleibt die Gewissheit, dass die Bodentruppen der Reaper nicht weit hinter ihr sind. Oh ja, das haben wir ja eben auch erlebt. Da waren einige Bodentruppen. Sehr schön, dann hätten wir das fertig. Dann werden wir beim nächsten Mal noch ganz kurz Primarch Victus nochmal ansprechen, ob der zu der ganzen Geschichte noch irgendwas zu sagen hat. Kriegsterminal gibt's nichts Neues. Und ja, dann denke ich, werden wir gleich der Sache nachgehen mit der Bombe. Bis hierher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, bis zum nächsten Mal.